dran. Nächste Frage. In welchem Stadtteil bist du aufgewachsen? In Düsseldorf-Hellerhof bin ich aufgewachsen. Das kennt, glaube ich, kein Mensch. Hamburger. Ja. Ich bin ja auch nicht Hamburg. So. Bin ja auch nicht hier aufgewachsen. Gute Frage. Wow. Hast du schon mal per SMS Schluss gemacht? Oder wurde schon mit dir per SMS Schluss gemacht? Nee. Sei ehrlich? Beides noch nicht. Beides noch nicht der Fall gewesen. Ach, WhatsApp, glaube ich, zählt damit auch. Nein, auch nicht. Gute Antwort. Was ist dein größter Wunsch? Sehr gute Frage. Ja, okay, vor allem steht eigentlich Gesundheit, ne? Und sonst, keine Ahnung, sonst lasse ich mir noch was einfallen. Wenn ich das weiß, dann werde ich das der Person bestimmt mal mitteilen. Welche Songs hörst du aktuell? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Das sind zu viele. Was höre ich hier? Boah. Ich höre auch mal Dre. Ja, Dre, Mortis. Was noch? Ja, lass wir hier. Mortis. Das ist das Beste. So. Nächste Frage. Der eine rote. Warst du schon mal in einen Filmstar verliebt? Nein. Die private Frage hier. Nee, das noch nicht. Noch nicht? Nein. Für dich nicht? Nein. Kleiner Junge vielleicht? Nee, auch nicht. Jeder mal irgendwie. Ja, aber das ist doch nicht verliebt sein, ja. Oder, Matti? Ist doch so. Meine Fragen wurden ja schon gestellt. wer war dein Idol als Kind? Fußball. Fußball? Kann mein Vater sein, keine Ahnung. Fußball fand ich Ronaldinho immer gut. Den habe ich gerne gesehen. Spielweise, ne? Hä? Das ist eine ähnliche Spielweise. Oh, fast. Kommt hin ein bisschen. Ab und zu. Ja, schwer. Schwer. So. Nächste Frage. Neben wem sitzt du im Mannschaftsbus? Oh, wer sitzt neben mir? Es wechselt sich immer. Keine Ahnung, ich habe meinen Platz. Meistens Rick. Ja, ich saß schon lange nicht mehr im Bus, deswegen weiß ich das gar nicht mehr. Hat sich mal was geändert jetzt? Seit letzter Saison. So, zwei Fragen noch. Eine weiße noch. Dann eine rote. Was willst du damit sagen? Boah. Spielst du lieber Innenverteidiger oder Sechser? Lieber Sechser. Ja. Gute Antwort. Sechser mit am meisten Spaß. Ja, sehe ich auch so. So, letzte Frage. Wie bekommst du deine Haare so toll hin? Wie? Anfangs habe ich das noch selber hinbekommen. Mit einem Schwamm und Creme. Und mittlerweile muss ich das beim Friseur nachdrehen lassen. Wie oft kriegst du einen Friseur? Zum Schneiden oder zum Drehen? Beides, sowohl als auch. Zum Schneiden so einmal die Woche, alle zwei Wochen. Davon hast du natürlich wieder keine Ahnung. Ja. Zum Drehen ist unterschiedlich. Alle zwei Monate oder so. Das geht ja. So. Das war's. Hi, liebe HSV-Fans. Vielen Dank für eure Fragen. Ihr könnt diesen Kalender gewinnen. Dazu schreibt einfach eine E-Mail hierhin.